Ist ja eigentlich sonderbar, dass die Kinder all das, was sie brauchen, um das, was alles in ihnen angelegt ist, zur Entfaltung zu bringen, dass sie das im Grunde genommen mitbringen. Diese Lernlust ist unglaublich. Diese Entdeckerfreude, diese Neugier, diese Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen, offen zu sein, was es da alles gibt. Alles großartig. Und deshalb müssen wir uns immer wieder fragen, wie kann denn das nur verschwinden? Und die entscheidende Antwort heißt wohl, weil Kinder immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass das, was sie wirklich in dieser Welt suchen, am Ende ihnen nicht geschenkt wird. Von uns Erwachsenen. Und das, was jedes Kind sucht, wenn es in die Welt hinausgeht, das ist natürlich das, was es schon kennt aus seiner bisherigen Erfahrung. Und die bisherige Erfahrung eines jeden Kindes heißt, solange Mütter Kinder noch auf die Welt bringen, die heißt Verbundenheit. Jeder Mensch ist am Anfang seines Lebens so unglaublich mit einem anderen Menschen verbunden, dass das nie wieder aus seiner Erinnerung verlöscht. Das heißt, es entsteht aus der Erfahrung dieser tiefen Verbundenheit entsteht dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht, später im Leben Menschen zu finden, mit denen man sich verbunden fühlen kann. Und gleichzeitig macht auch jedes Kind diese Erfahrung, dass es aus dieser Verbundenheit heraus ja jeden Tag ein Stück über sich hinaus wächst. Das geht ja schon vorgeburtlich los, aber kommt so richtig gut in Gang, wenn ein Kind sich dann auf den Weg macht. Jeden Tag lernt es was dazu, jeden Tag wird es kompetenter, immer autonomer und am Ende wird es auch immer freier. Das heißt, diese beiden Grunderfahrungen, dass man verbunden ist und verbunden sein möchte und die andere, dass man frei werden kann und autonom sein darf, das sind die beiden großen Grunderfahrungen, die alle Menschen mit auf die Welt bringen. Das ist das, womit sich jedes Kind auf den Weg macht und das ist das, was nicht verletzt werden darf. Weder darf ein Kind die Erfahrung machen, dass es in seiner Einzigartigkeit nicht gesehen wird, noch darf es die Erfahrung machen, dass es irgendwo nicht dazugehört.